Sie sind hier, 11. August 2018, 20.38 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Andreas Wellinger ist beim Sommer Grand Prix noch nicht in Topform. Urheberrecht Getty Images. Beim Sommer Grand Prix in Courchevel springt Olympiasieger Andreas Wellinger nicht in die Top 20. Beim Überraschungssieg eines Russen wird Karl Geiger Sechster. Die deutschen Skispringer um Olympiasieger Andreas Wellinger haben beim Sommer Grand Prix im französischen Courchevel eine Podestplatzierung verpasst. Wellinger zeigte dabei eine enttäuschende Leistung und belegte nur den 26. Platz. Bester Deutscher wurde Karl Geiger auf Rang 6. Markus Eisenbichler erreichte als 9. ebenfalls die Top 10. Pius Paschke wurde 15. Richard Freitag landete auf dem 23. Platz. Den Sieg sicherte sich der Russe Jewgeni Klimo vor Daniel Huber aus Österreich und dem Tschechen Roman Pudelka. Stoch verzichtet auf Start. Die polnische Mannschaft um Olympiasieger Kamil Stoch, der die bisherigen drei Einzelspringen des Sommer Grand Prix gewonnen hatte, war nicht am Start. Von Sportinformationsdienst.